Hallo zusammen. Heute möchte ich über das Pendeln sprechen. Was ist das genau, das Pendeln? Wir wissen, dass unser Körper seine eigene Weisheit besitzt, dass er uns zeigen kann, was uns gut tut, was uns nicht gut tut, manchmal sehr direkt, aber auch sehr indirekt. Ohne diese instinktive Fähigkeit wären wir kaum fähig gewesen, die vielen Jahrtausende, Millionen zu überleben und Tiere natürlich auch nicht. Wir haben uns jetzt jedoch in den letzten Jahrtausenden, Jahrhunderten sehr von der Natur entfernt und es wurde uns auch ein bisschen beigebracht, eben nicht auf unseren Körper zu hören, sondern es gibt ja schließlich studierte Leute, die besser wissen, was für uns gut ist. Und durch Erziehung und Gewohnheit haben wir sehr vieles verloren. Aber in unserem Unterbewusstsein ist noch sehr viel gespeichert. Es sind Erfahrungen, Erinnerungen unseres Lebens, die da drin sind. Und unser Unterbewusstsein hat eigentlich immer noch gute Ratschläge für uns parat und die Antworten auf viele Fragen. Zeigen tut es das uns mit ideomotorischen Bewegungen. Jeder Gedanke, bevor wir ihn aussprechen, wird zu einer Bewegung, also eine sehr unbewusste Bewegung. Als Kinder haben wir immer mit dem ganzen Körper gedacht, geantwortet, gesprochen und so weiter. Wurde uns natürlich dann mit der Zeit abgewöhnt, doch diese Bewegungen werden immer noch unbewusst ausgeführt. Und auch Pokerspieler nutzen diese unbewussten Bewegungen zur Analyse ihrer Gegner. Durch die Verwendung eines Pendels werden nun diese minimalen ideomotorischen Muskelbewegungen sichtbar gemacht. Sie geraten in Schwingen, weil also der Pendel gerät in Schwingen, weil diese kleinen Bewegungen in den Fingern, in der Hand, im Arm das bewirken. Die Geräte selbst, also so ein Pendel wie dieser her, der weiß eigentlich nicht oder nicht sehr viel, sondern es ist die Weisheit und Empfindsamkeit des Menschen, der diese Dinge benutzt, die dann wirklich zu Ergebnissen führt. Es ist nicht jeder gleich talentiert für dieses energetische Testen, aber lernen kann es wirklich jeder. Und das hat wirklich nichts mit übernatürlichen oder übersinnlichen Dingen zu tun. Der Arzt Dr. Dietrich Klinghardt ist einer derjenigen, der schon vielfach auf wissenschaftlicher Basis für den medizinischen und physiotherapeutischen Bereich das erforscht hat und auch dargelegt hat. Es gibt ja auch die Kinesiologie, die meistens in der Regel gut akzeptiert ist. Und das ist an und für sich das Gleiche. Das sind die gleichen Muskelbewegungen, die wir hier auch beim Pendeln nutzen. Das ist so die reine technische Beschreibung. Aber es gibt natürlich auch noch eine weitere Komponente, dass wir uns zum Beispiel mit Engeln und geistigen Helfern verbinden können, mit unserem hohen Selbst, damit wir auch Antworten aus höherer Ebene erhalten können. Man kann das auch inneres Wissen oder Seelenwissen nehmen, es gibt da sehr viele Namen und was immer uns da am besten gefällt, das können wir da wählen. Ein Pendel, ich habe hier ein Beispiel, das ist ein Amethyst, eingefasst in Metall, an einer Metallkette. Das ist meist ein schwerer Gegenstand, das ist und an einer Kette oder einem Band befestigt. Unten ist der schwerere Gegenstand und der kommt halt sehr leicht in Bewegung, wenn man den oben hält. Ist auch ein bisschen anders, ob man ihn jetzt hier unten hält oder ob man weiter oben, das sind einfach andere Bewegungen, aber im Großen und Ganzen spielt es keine Rolle. Mit dem Pendel können nun Antworten erfragt werden, also in Form von Schwingungsbildern. Also wir haben zum Beispiel vor, zurück oder hin und her oder einen Kreis nach rechts oder einen Kreis nach links. Es gibt da verschiedene Antworten.
Also verschiedene Schwingungsbilder. Alles, was positiv wirkt, hat auf uns, Körper, Mensch, Tier, eine rechtsdrehende Schwingung. Das zeigt, kann der Pendel zum Beispiel so anzeigen. Alles, was uns schadet, hat in der Regel eine linksdrehende Schwingung. Und dann gibt es einfach Antworten für Ja oder für Nein oder vielleicht oder weder noch, besser gesagt. Und alle Antworten, also Schwingungsbilder, sind individuell. Das heißt, dass für jeden ein A kann anders aussehen. Und auch rechts, links müssen nicht unbedingt rechts und links sein von der Drehung, aber sie können. Wie kann ich jetzt das zum Beispiel nutzen? Es gibt ganz verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Das Pendeln kann sehr gut verwendet werden, wenn man zum Beispiel Nahrungsmittel austesten möchte oder Ergänzungsmittel. Auch welche Lebensmittel oder Ergänzungsmittel für mich oder für mein Tier jetzt optimal sind. Also erstens mal kann ich die Qualität damit austesten. Das ist ein sehr wichtiges, gerade heute. Aber auch die Resonanz. Resonanz bedeutet, habe ich zu einem Lebensmittel zum Beispiel eine Resonanz? Das heißt, die Frage, tut es mir gut oder nicht? Nützt es mir? Weil die Qualität kann noch so gut sein, wenn ich es nicht nützen kann oder es mir sogar schadet, dann ist es sinnlos, es einzusetzen oder zu verwenden. Was kann man jetzt alles austesten damit? Da kann man zum Beispiel eben Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel, Medikamente, Naturheilmittel, auch Bücher, die für mich jetzt nützlich sind. Wenn ich ein Buch sehe, das mich interessiert, bringt mir das jetzt wirklich zum jetzigen Zeitpunkt etwas? Soll ich das kaufen oder nicht? Oder ein Kurs, ist dieser Kurs für mich zum jetzigen Zeitpunkt optimal oder nicht? Was ist geeignet? Was soll ich meiden? Was ist am optimalsten? Ein gutes Beispiel, der Kaffee. Ich habe hier eine Tasse Kaffee, Bio-Kaffee natürlich. Und wenn ich jetzt die Schwingung austeste, dann zeigt die wunderbar rechts, also optimal von der Qualität her. Wenn ich jetzt aber die Resonanz zu mir austeste, also eine positive Resonanz würde so gehen, oder? Das heißt, vom Kaffee zu mir zeigen, das heißt, das ist ein Nahrungsmittel, das mir gut tut. Wenn ich jetzt also die Resonanz abfrage vom Kaffee zu mir, schlägt er jetzt leider quer. Das heißt, es gibt keine Resonanz, das heißt, und das weiß ich natürlich, dass Kaffee mir nicht gut tut, dass ich Magenschmerzen bekomme und so weiter. Dann auch sehr gut, was man sehr gut austesten kann, es gibt ja jetzt sehr viele natürliche Zeckenmittel, dann kann man jetzt auch schauen, zum Beispiel, ich habe jetzt hier ein Zistrose, das ist dieses Kraut, das da, Zistrosenkraut, und da kann ich mal sagen, von dem Produkt, das ich jetzt habe, zeig mir das Schwingungsbild, ist das gut? Braucht das mein Hund jetzt? Und dann gibt es entweder ein Ja oder Nein. Brauche ich noch etwas dazu, damit es optimal wirkt? Und so kann ich eigentlich die optimale Zusammensetzung sowohl von der Ernährung als auch von Zusatzmitteln austesten für meinen Hund. Und bei meinen Hunden funktioniert das bis jetzt sehr gut. Also wir hatten dieses Jahr, wir haben jetzt immerhin schon April, noch keine einzige Zecke gehabt. Was funktioniert nicht? Es gibt halt gewisse Fragen, die man nicht stellen sollte. Zum Beispiel in die Vergangenheit oder noch schlimmer in die Zukunft. Erstens mal ist die Zukunft nicht fix, also es ist nur eine Tendenz, die man allenfalls abfragen könnte. Und das hat meistens kein gutes Resultat zur Folge, beziehungsweise keine. Das heißt, eine Gründe, dass wir nicht in die Zukunft sehen können, und in dem Sinn ist es auch nicht sinnvoll, solche Fragen zu beantworten. Kann das jeder lernen? Das ist tatsächlich so. Es hängt immer ein bisschen davon ab, ob wir glauben, dass wir es lernen können, weil wenn wir glauben, dass wir etwas nicht können, dann wird es sehr schwierig. Wenn wir aber glauben, dass wir etwas lernen können, dann geht das auch. Und meistens stehen wir uns da selbst ein bisschen im Weg.
lernen kann es wirklich jeder. Es braucht eine gute Anleitung, Selbstvertrauen und sehr viel Übung. Hier macht Übung den Meister. Ich habe vor etwa 30 Jahren angefangen, einfach mit einem Buch und einem Pendel. Und das hat eigentlich recht gut funktioniert. Das Buch war nicht so besonders gut, hat mich auch ein bisschen verunsichert, worauf ich dann wieder aufgehört habe. Und so 10, 15 Jahre später habe ich wieder angefangen und dann Kurse besucht. Und das war dann richtig gut, weil ich dann wirklich eine solide Ausbildung bekommen habe und das mir auch verständlich war und dass ich dann sicher war. Und von dort an habe ich das immer eingesetzt für mich, für meine Tiere, für Kunden. Und es bringt sehr viele Vorteile im Alltag. Und auch wenn man bei einer Entscheidung unsicher ist, dann hat man hier eine große Hilfe. Und das Vertrauen in die eigene Intuition wächst auch und man wird wirklich sicherer und stärker. Wo kann man es jetzt lernen? Ich biete regelmäßig in Rheinach im Aargau Pendelkurse an. Die dauern in der Regel so von 10 bis 17 Uhr. Und da zeige ich euch, wie ihr euch gut verbinden könnt, damit ihr auch korrekte Antworten erhaltet. Wir machen praktische Übungen, um Energien zu erfassen, arbeiten auch mit Pendeltabellen. Das habt ihr vielleicht schon gesehen, wie man für andere Personen oder für die Tiere etwas austestet. Und wir machen auch Meditationen, um uns zu reinigen, damit wir da eine gute Verbindung haben zu unserem hohen Selbst und damit wir auch optimale Pendelergebnisse erhalten. Unten im Text vom Video stehen immer die aktuellsten Daten, also die Termine. Und wenn ihr sonst noch, sonst steht es auch auf der Homepage auf www.ladygaia.ch. Dort sind auch immer die aktuellsten Termine drin. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne anrufen oder eine Mail schreiben. Und dann freue ich mich, euch zu hören oder zu sehen, eine Mail zu sehen. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit und viel Spaß. Dankeschön.